glaube, mein Leben kostet in der Woche so ungefähr 130 Euro. Mit Klamotten sind es dann um die 40 Euro. So. Und mit Schmuck, mit Bürsten und allem 50 ungefähr. Ich habe auch eine Schwester, die will immer Süßigkeiten haben und dann soll ein bisschen weg, kaufen ein bisschen mehr immer. Ja. Also so 100 bis 200 Euro. So 300 Euro, 200, 300, 20 bis 30 Euro. 40 Euro, würde ich sagen. 40, 130 oder um die 300 Euro. Ganz unterschiedliche Einschätzungen auf die Frage, was kostet eine Woche eures Lebens? Also wenn ihr alles selbst bezahlen müsstet. Willkommen zu Pur Plus. Wie immer plus Erik. Also stellt euch mal vor, ihr müsstet eine Woche lang wirklich alles selbst bezahlen. Nicht nur Süßigkeiten oder Handy, sondern auch Klamotten, Schulsachen, Musikstunden, Sportverein, Essen zu Hause, Anteil an Miete, Strom, Wasser und so weiter. Alle Kosten, die sonst ja eure Eltern für euch übernehmen. Was tippt ihr? Wie viel Geld braucht ihr? Schwer zu sagen, oder? Diese siebenköpfige Familie findet's raus in unserem Purplus-Experiment. Die drei ältesten Kinder, Leon, Malka und Lilith, treten gegeneinander an. Jeder nennt vorher eine Summe, von der er glaubt, dass sie ausreicht. Und mit dem Geld muss dann auch wirklich eine Woche lang alles bezahlt werden. Wer liegt am Ende richtig? Also ich heiße Lilith und ich bin 15 Jahre alt. Und ich denke, in einer Woche verbrauche ich ungefähr so für Essen so ein bisschen mehr als 100 Euro. Und dann noch für die anderen Aktivitäten auch so ungefähr 100 Euro, also ungefähr 200 Euro. In einer Woche. Ich heiße Maika und bin 13 Jahre alt und mir ist Geld nicht so wichtig, aber ich kaufe mir jetzt schon mal so gerne so Süßigkeiten oder so ein Eis oder irgendwie sowas. Und ich glaube, dass meine Eltern so ungefähr 50 Euro für mich in der Woche ausgeben. Ich heiße Leon und bin 11 Jahre alt und ich spare viel, aber ich kaufe mir auch manchmal was. Und ja, und ich schätze, meine Eltern geben ungefähr 120 Euro pro Woche für mich aus. Nachdem die drei geschätzt haben, verteilt Mutter Jenny auch direkt das Geld. So, Lilith, du hast 200 Euro geschätzt für die kommende Woche für dich. Malka, du hast 50 Euro geschätzt. Hier sind 50 Euro. Und Leon, du liegst dazwischen mit 120 Euro. Wird das Geld für die ganze Woche reichen? Mutter Jenny hat für das Experiment die undankbare Rolle der Finanzministerin übernommen. Sie hat die Kosten für Mietwohnung, Strom, Versicherung, Lebensmittel und andere Ausgaben gesammelt und ganz genau notiert. Ganz schön viel Arbeit. Eine Woche lang werden alle diese Ausgaben jetzt durch die sieben Familienmitglieder geteilt. Das Experiment startet. Zu Beginn gibt es gleich eine Extra-Ausgabe. Fleisch wird nur einmal pro Woche gekocht, dann aber Biofleisch. Wieder so. Allen sieben schmeckt es gut, aber Fleisch ist teuer. Die drei werden zur Kasse gebeten. Wer muss noch was? Lilith, Malka und Leon, ich habe jetzt ausgerechnet. Für das Mittagessen hätte ich gerne 3,60 Euro von jedem von euch. Und Nachtisch habt ihr für 80 Cent gegessen. Das heißt, von jedem von euch hätte ich gerne 4,40 Euro. Also ich habe irgendwie gedacht, dass es hier weniger kosten würde. Ja. So habe ich irgendwie fast gedacht. Also das ist wahrscheinlich schon ein bisschen viel. Aber ich habe so ungefähr eingeschätzt. Ich habe schon viel mehr gedacht. Also viel mehr auf jeden Fall. Lilith nimmt Klavierunterricht. Der kostet pro Woche 30 Euro. Ich habe das schon mitbedacht bei meiner Schätzung, dass Klavierunterricht sozusagen sich einmal in der Woche Klavierunterricht habe. Aber ich habe nicht. Also ich habe irgendwie gedacht, dass es teurer ist. Und auch auf Leon kommen die nächsten Kosten zu. Nach den Fußballspielen gönnt er sich gerne ein langes Bad. Leon, für das Baden hätte ich gerne noch 1,20 Euro von dir. Dankeschön. Alle treffen sich zum Frühstück. Lilith und Leon essen morgens gerne Schokomüsli mit Milch. Malka reicht oft nur ein bisschen Obst. Und so unterschiedlich wie das Frühstück sind auch die Brotbüchsen für die Schule gefüllt. Lilith und Malka, kommt ihr mal, eure Brotbüchsen müsst ihr noch mitnehmen.
Ich muss aber jetzt noch das Geld, würde ich gerne einsammeln, von der Woche fürs Frühstück und für die Brotbüchsen. Lilith, bei dir wären das einmal für das Frühstück 5,45 Euro für die ganze Woche und für die Brotbüchse hätte ich gerne 6,75 Euro. Und von dir, Malka, möchte ich nur 3,20 Euro fürs Frühstück, weil du ja nicht so viel frühstückst, aber auch für die Brotbüchse 5,75 Euro. Und Leon, von dir hätte ich gerne auch für das Frühstück 5,45 Euro und 6,60 Euro für die Brotbüchse. Ja, also ich habe nicht gedacht, dass es so viel ist, weil ich eigentlich sehr wenig frühstücke. Und gut, Brotbüchse, da habe ich noch nie darüber nachgedacht, dass es eigentlich auch ziemlich viel kostet. Okay, für die ganze Woche finde ich es eigentlich ziemlich wenig, 3 Euro für mich jetzt. Und für die Brotbüchse finde ich ein bisschen viel, also hätte ich nicht gedacht. Zur Schule geht es für alle Kinder mit dem Rad. Unvorhergesehenes Pech für Leon, sein Rad hat einen Platten. Also die Bahn nehmen. Alle Kinder haben eine Monatskarte. Die kostet pro Woche 8,80 Euro. Nach der Schule geht Lilith gerne shoppen. Heute schaut sie nach einem neuen Oberteil. Welche Größe? XS. Okay, warte. Oh ja, die ist schön, aber die kostet 39 Euro. Also 40 Euro, das ist eigentlich zu teuer. Ja, okay, nee, dann lass mal nicht kaufen. Ja. Lilith möchte mit dem Geld für die Woche klarkommen. Daher achtet sie jetzt besonders auf den Preis. 25 Euro, also 10. Sie hat was gefunden, ist reduziert und kostet 10,95 Euro. Also es kommt drauf an, was man für Klamotten kauft, aber wenn man schon eher teure kauft, dann glaube ich schon, dass es eines der teuersten Sachen ist, so im Leben von einem Jugendlichen. Nach der Schule telefoniert Malka gerne ausführlich mit ihren Freundinnen. Auch das kostet. Ich brauche etwas länger, mein Ranzen festzumachen. Oh, ich muss jetzt auflegen. Bis morgen. Malka, das Geld für das Telefonieren für die Woche müsste ich noch einsammeln. Und zwar ist das für Internet, Telefon und für dein Handy alles zusammen 3,75 Euro, die ich gern von dir hätte. Okay. Super, danke schön. Leon ist zum Geburtstag eingeladen. Ein Geschenk muss her. Euro für ein Buch. Ja, also es werden öfters Geburtstagsgeschenke in der Familie gekauft, als immer, wenn jemand Geburtstag hat. Ja, und eingeplant habe ich das jetzt nicht so richtig für Buch kaufen, aber ich habe so insgesamt jetzt das eingeplant, so kleine Nebensachen. So, wo wir jetzt beim Abendbrot sind, würde ich gerne für die ganze Woche das Geld einsammeln fürs Mittagessen und fürs Abendbrot. Und das sind bei jedem von euch ungefähr 20 Euro für das Mittagessen für die ganze Woche und 9 Euro fürs Abendbrot. Schon wieder Kosten für Lebensmittel. Malka rutscht damit ins Minus. Nur Lilith und Leon haben noch Geld übrig. Dankeschön. Malka macht sich gerne ab und zu ein Smoothie. Eigentlich wäre das jetzt gar nicht mehr drin. Ihr geschätztes Wochenbudget von 50 Euro ist schon aufgebraucht. So, Malka, für das Smoothie muss ich jetzt eigentlich von dir 7,30 Euro nehmen. Hey, aber ist ja für alle. Da könnten wir dann Kompromiss machen und sagen, dass sozusagen jeder da 1 Euro von bezahlt und ich nur 1 Euro von dir bekomme, okay? Okay. Abends nach der Arbeit hat Papa Emanuel Zeit, sich um den Platten zu kümmern. Ja, das kam leider jetzt am Ende der Woche noch hinzu, dass wir noch diesen neuen Fahrradschlauch kaufen mussten. Siehst ja, 6,90 Euro mussten wir im Fahrradladen dafür ausgeben. Die musst du später Jenny leider noch für das Wochengeld geben. Ja, es war eine Überraschung, dass ich nochmal Geld ausgeben musste, weil sowas passiert mir sonst nie und das ist eben... Ja, das ist eben eine Überraschung. Wie Lilith besucht auch ihre Schwester Malka regelmäßig ein Tanztraining. Die beiden bekommen einen Geschwisterrabatt in der Tanzschule. Dennoch kostet jede Unterrichtsstunde 14 Euro.
habe das schon in die 50 Euro mit eingebunden, das Tanzen, aber ich habe das halt als billiger eingeschätzt. Geld, um den Tanzunterricht zu bezahlen, hat Malka ohnehin nicht mehr. Und in der Woche gab es noch weitere Ausgaben. Zum Beispiel fürs Kuchenbacken oder für Süßigkeiten. Die Woche ist vorbei und ihr habt mir ja auch schon viel bezahlt, aber es fehlt leider auch noch einiges. Also das Schulgeld habt ihr mir noch nicht bezahlt, die Miete, für den Strom hätte ich gerne noch etwas, Rundfunk, für die Haushaltshilfe, die wir haben, an Versicherungen, was wir bezahlen und auch für die Drogerieartikel, die wir in der Woche so verbrauchen. Und da hätte ich insgesamt gerne 83,27 Euro von jedem von euch. Wenn ich richtig gerechnet habe, Lilith, hast du noch 87,07 Euro. Das heißt, du könntest mir das noch bezahlen und hast dann noch 3,80 Euro. Also du hast uns und dich nicht schlecht eingeschätzt. Und Malka, du hast, wenn ich richtig gerechnet habe, leider nichts mehr und müsstest mir jetzt auch noch 83,27 Euro bezahlen. Ja. Und Ion, du müsstest noch 43,17 Euro haben und müsstest mir eben noch diese 83,27 Euro eigentlich bezahlen. Das heißt, wir haben am Ende noch 40,10 Euro gefehlt. Ja. Malka hat sich am meisten verschätzt. Über 100 Euro in den Miesen. Also schon kurz nach der Schätzung, da habe ich nämlich meine Mama gefragt, wie viel so zum Beispiel mein Tanzen kostet. Und dann, ja, also da habe ich schon geahnt, dass es nicht reicht. Aber dass es so viel zu wenig ist, habe ich erst jetzt erfahren. Auch Leon lag daneben, um gut 40 Euro. Gelernt habe ich, dass eben die Eltern schon viel Geld für einen ausgeben pro Woche. Mehr als ich geschätzt habe, ja. Lilith hingegen hat ihre Ausgaben fast perfekt eingeschätzt. Naja, dass alles teuer ist, was man so macht und dass man vielleicht es zu schätzen weiß, dass man das alles bezahlt bekommt. Lilith kam am besten mit ihrem geschätzten Geld zurecht und hatte als Einzige noch ein bisschen übrig. Aber sie hatte ja auch am meisten gefordert. Leon und Malka brauchten mehr für die Woche, als sie gedacht hatten. Unser Experiment hat ja eine Woche gedauert. Die drei Kinder haben in dieser Zeit an die 510 Euro ausgegeben. Auf den Monat gerechnet wären das zu dritt etwa 2040 Euro. Und in dieser Rechnung waren ja keine Sonderausgaben. Waschmaschine, Familienurlaub oder zum Beispiel ein neuer Computer. Dann kann da ganz schnell mehr draus werden. Was ist, wenn Eltern gar nicht so viel verdienen? Papa Jens zum Beispiel arbeitet als Erzieher. Durch diesen Job hat er nur rund 2000 Euro im Monat zur Verfügung. Jens und seine Frau haben vier Kinder. Hallo, ich bin die Lena und ich habe drei Geschwister. Das ist mein Bruder Valentin, das ist mein Bruder Henning und das ist mein Bruder Vincent. Wenn alle vier zusammenspielen, dann geht das nur im Wohnzimmer. Denn bei Lena ist kein Platz und die jüngeren Brüder haben gar kein eigenes Zimmer. Wir haben nicht genügend Platz in der Wohnung, dass alle alleine ein Zimmer haben. Der Vincent hat ein Zimmer alleine, ich habe auch eins alleine, nur der Valentin und der Henning, die haben keins alleine. Wir schlafen mit Mama und Papa und spielen mit Mama und Papa im Zimmer. Für eine größere Wohnung reicht das Geld nicht aus. Und das, obwohl Lenas Eltern zusammen drei Jobs haben. Also meine Mama, die arbeitet als Tagesmutter und mein Papa, der arbeitet in einem Kindergarten und er hat noch in jedem Job in einer Disco. Also mit dem Geld, das läuft nicht immer so, wie es eigentlich sein soll. Weil du wolltest ja E-Steaks haben. Lena und ihr Papa sind ein eingespieltes Team. Sie guckt nach Angeboten, er macht eine Einkaufsliste. Dann müssen wir mal gucken, dass wir nachher hier hinfahren zum Einkaufen. Papa, guck mal, wenn du 29 kaufst. Ich schmecke halt eben manchmal bei Mama und Papa, wenn die sagen, wir können jetzt nicht einkaufen gehen, das Geld reicht nicht für sowas, dann sagen wir einfach, dann nehmen wir das, was wir noch im Kühlschrank haben. Heute gibt es nur das Nötigste im Einkaufswagen. Denn am Ende des Monats wird nur noch eingekauft, was die Familie wirklich braucht. Für mehr reicht das Geld nicht. Ich gehe dann mit dem Papa einkaufen und dann gucken wir manchmal auch nach Sonderangeboten. Und wenn es ein Sonderangebot gibt, kaufen wir das. Ja, das habe ich auch schon sehr oft mitbekommen, dass wir sparen müssen. Und es ist teilweise nicht ganz einfach, gell? Wenn man dann gewisse Sachen einfach dann nicht kaufen kann. Ja, das gibt's auch manchmal. Mein Papa sagt dann immer, nein, heute kein Steak, sondern entweder mal Brot, Nudeln oder Salat. Auch Taschengeld ist für Lena keine Selbstverständlichkeit. Ich bekomme eigentlich kein Taschengeld, aber dafür helfe ich meinen Eltern und dafür kriege ich auch so 1 Euro bis 2 Euro oder 1,50. Das reicht mir auch schon als Taschengeld. Und heute kann sie sich noch was dazu verdienen.
Denn zweimal im Jahr geht die Familie zu einem Kindersachen-Bazar. Mama? Ja, Lena? Kann ich das hier verkaufen morgen? Wenn sie nicht verpasst, kannst du sie verkaufen. Okay. Wir verkaufen diese Sachen, dass wir noch Geld dazu verdienen, um irgendwas Neues oder was Gebrauchtes ja noch zu kaufen. Das hier, ein Klassik. Bei vier Kindern kommt einiges zusammen. Genug, um einen Stand zu machen. Die Mutter bleibt bei den Jungs und Lena hilft ihrem Vater. Das ist so ein Schnee an, also ja, ein Winterding. Genau. Die andere Seite auch. Und dann kannst du dir das anziehen. Ein bisschen ist es anstrengend, aber es macht auch sehr viel Spaß. Und außerdem, wenn Mama und Papa da nicht gerade da sind, kann ich dann halt eben auch alleine verhandeln. Dankeschön. Super. Perfekt. Dankeschön. Ja. Jetzt will Lena auch mal bei den anderen Ständen schauen. Alles neu zu kaufen, das wäre für ihre Eltern nicht drin. Guck mal, das sind Sommersachen. Das ist hier, kann ich zeigen. Was willst du haben? Was soll der kosten? 2 Euro. Bitteschön. Machen wir neu rechnen? Ja. Heute haben sie nur 23 Euro eingenommen. 3 Euro bekommt Lena fürs Helfen. 10. Am liebsten kauft sie sich von ihrem selbstverdienten Geld ein Eis. Aber kein teures vom Kiosk, sondern eine große Packung vom Supermarkt fürs gleiche Geld. Anstatt alleine für mich ein Eis, kaufe ich eine 10er-Packung ein. Wenn ich alleine mit dem Eis nach Hause komme, sage ich meine Bruder, wieso hast du mir keins mitgebracht? Und dann komme ich dann lieber mit so einer 10er-Packung, anstatt mit so einem alleinen Eis nach Hause und sagt dann, Baby, ihr habt keins bekommen, weil das möchte ich nicht. Ich möchte auch mit meinem Bruder teilen. Kleine Extras wie Eis. Dafür hat Lena fast immer was in der Spardose. Aber für große Wünsche muss gespart werden, auch wenn die dann manchmal warten müssen. Ich habe zu meinem 9. Geburtstag einen sehr tollen Reitgeburtstag bekommen. Und aber ich möchte auch gerne Reitstunden nehmen, aber das geht nicht, weil Mama und Papa müssen sparen und noch was anderes bezahlen, außer immer die Sachen, die wir wollen. Obwohl Lenas Eltern zusammen 3 Jobs haben, muss die Familie genau hinschauen, welche Wünsche erfüllt werden können. Und bei manchen Familien sind selbst kleine Extrawünsche nicht drin. Etwa 2,5 Millionen Kinder in Deutschland sind arm. 2,5 Millionen. Und das in einem so reichen Land wie Deutschland. Wenn ihr mehr über die Gründe erfahren wollt, klickt euch auf www.zdftv.de. Ich habe ein Interview mit einem Armutsforscher geführt und ihr lernt Justin kennen. Seine Eltern haben nur sehr wenig Geld zur Verfügung. Die Videos findet ihr online. Außerdem morgen um 19.25 Uhr Erde an Zukunft einschalten. Felix stellt eure Ideen vor, was man in Zukunft gegen Kinderarmut tun könnte. Dabei geht es um Tauschen und Teilen und wie es aussehen könnte, wenn alle reich wären. Schaltet ein und denkt dran, Pur Plus macht schlau. Bis dann. Ciao, ciao. OMG. Gilbert, was ist denn das? Na, das ist mein Schoko-Eiffelturm. Den musste ich einfach haben. Der war bestimmt nicht billig. Wo hast du denn die Kohle dafür her? Na, ich habe einen Ferienjob angenommen. Ferienjob? Du? Muss ich dich daran erinnern, was aus deinen letzten Ferienjobs geworden ist? Erinnerst du dich noch an deinen Job als Pizzabote? Ja, einer meiner Lieblingsjobs. Oder als du als Kellner auf dem Oktoberfest gejobbt hast? Ja, mein kürzester Arbeitstag. Und was aus deinem Job als Zeitungsjunge geworden ist, sehe ich ja jeden Tag vor mir. Na, wenn ich vorher gewusst hätte, wie viel Kilometer ich beim Zeitungsaustragen da so rumlatschen muss. Tja, egal. Jetzt habe ich den perfekten Ferienjob für mich gefunden.
Bademeister. Du als Bademeister? Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Wie, wieso denn nicht? Na egal, mach's gut, ich muss los. Nicht vom Beckenrand springen. Hallo Bassi, was gibt's? Ich wollte mal sehen, wie es so mit deinem Ferienjob läuft. Super läuft's. Hey, hier wird nicht gerannt. Du als Bademeister. Ich werd verrückt. Du hast doch Wasser. Hä? Wieso Wasser? Ich bin Bademeister im Bällebad. sorry, Babsi. Da ist gerade einer ins Becken gefallen. Yippie!